Die Wawao Peppers Delight Edition gibt es in verschiedenen Ausführungen. Hier sehen Sie die Naturholzausführung, und zwar sind das Naturhölzer, nur farblos geölt. Das heißt, die Oberfläche der Hölzer sind geschont und geschützt. Allerdings die Struktur und die Haptik kommt perfekt zur Geltung, sagen wir so. Die Pepper's Delight Edition von Wawao ist natürlich ausgestattet auch mit einem Wawao-Edelstahlmalwerk, das sehr effizient malt. Man kann es unten fein einstellen mit dieser feinen Stellschraube von grob bis fein. Da oben ist nur zum Öffnen und Schließen zum Nachfüllen, indem ich die Kugel herunterschraube, und kann ich dann oben den Pfeffer einfüllen. Und oben ist fix zu, das heißt, während des Malvorganges verändert sich der Malgrad nicht, und weil da eben fix ist und sich nichts bewegt. Innen ist dieses Modell, wie alle anderen Modelle von Wawao, ausgestattet mit Edelstahlmalwerken, und auch alles andere, alle Bauteile drinnen sind Edelstahl. Das heißt, es wird kein Plastikbauteil verwendet wie bei anderen Herstellern, weil das Plastik ist das, was hin wird und vielleicht auch nicht so lebensmitteltauglich. Bei mir ist A2 Edelstahl verbaut, der sich wunderbar eignet für eine langlebige Pfeffermühle. Die Pepper's Delight Edition gibt es in verschiedenen Hölzern. Hier sehen Sie eine relativ dunkle Walnuss geölt. Das gleiche gibt es auch in einer hellen Walnuss. Das wird sich zum Beispiel schön als Salz-Pfeffer-Möglichkeit eignen. Da habe ich ein rotes Holz, das ist Padauk. Es gibt dann noch Eiche, Ahorn, Esche und schwarz gebeizt habe ich auch noch jeweils alle geölt. Das wollte ich noch zum Ölenvorgang sagen. Das Ölen bewirkt einen Schutz der Oberfläche. Allerdings wird das Holz immer schöner im Gebrauch. Man kann es hin und wieder nachölen oder häufig benutzen. Dann kriegt das Holz, die Oberfläche, eine Patina und wird immer schöner. Das ist der Vorteil gegenüber der farblosen Lackierung, die zwar auch oder wahrscheinlich besser sogar noch schützt, allerdings mit der Zeit unansehnlich wird. Ich öle lieber, auch von der Griffigkeit und von der Haptik ist es irgendwie angenehmer. Spürt man diesen Ölcharakter, diesen Holzcharakter, ob es jetzt feinporiger ist oder grobporiger, so wie die Eiche zum Beispiel. Man kann alle Wawao-Pfeffermühlenmodelle auch mit einem Salzmalwerk bestücken. Das ist ein kohlenstoffbeschichtetes Malwerk, malt sehr effizient auch. Man kann es unten einstellen mit der Schraube. Also eine wunderbare Ergänzung für den Tisch. Salz, Pfeffer zum Beispiel. Die Wawao Edition Pepper's Delight.